Wir sind hier in Lugano, an der Südspitze der Schweiz, mit ausgesprochen viel Sonne. Es ist der Ort, wo eigentlich die Sonne für die repräsentative Demokratie aufgegangen ist. 1830 war der Kanton Tessin der Vorreiter, der eine Verfassung einführte mit Pressefreiheit und der Gewaltenteilung einführte für die politischen Institutionen. Ja, es war eine Art Vorreiterrolle. Es folgten Frankreich 3 Wochen nach dem Tessin mit seiner zweiten französischen Revolution, dann Belgien, dann Polen, dann Italien. Und damit war diese zweite Welle der Demokratisierung war dann eigentlich aber auch schon zu Ende. Wir waren hier offensichtlich ein Vorreiter. Wir haben die Kantone frühzeitig mehrheitlich demokratisiert. Ja, sie machte in der Schweiz an vielen Orten Schule. In einem Jahr gingen 11 weitere Kantone dazu über, ein ähnliches System wie im Kanton Tessin einzuführen. Und damit war die Mehrheit der Kantone nun mit einer repräsentativen Demokratie ausgestattet. Die großen Gegner blieben allerdings die Innerschweizer Orte, die noch die Landsgemeinde aus dem Mittelalter hatten. Und die wollten keine repräsentative Demokratie. Kanton Tessin war der Erste, der eine repräsentative Demokratie eingeführt hat. Aber er hatte 60 Jahre, bis er das verdaut hatte. Die Konflikte zwischen den Konservativen und den Liberalen blieben virulent. 5-mal musste der Bund hier intervenieren, damit Friede einkehrte. Am Schluss war der Kanton Tessin noch einmal ein Innovator. Er führte als Erstes das Proporzwahlrecht ein, und zwar für Parlament und für Regierung. Und das brachte den Frieden in den Kanton Tessin. Und sicher nicht die konservative Antwort, die war schon damals eigentlich keine ausgebaute Demokratie. Wahrscheinlich auch nicht die liberale Antwort, weil die wollte eigentlich nur Wirtschaftsfreiheiten einführen und den Rechtsstaat. Doch die radikale Antwort war, wir brauchen einen Volksstaat. Wir müssen das Volk integrieren in den Staat. Und das, denke ich, könnten wir verbessern mit einem Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige, mit einer erleichterten Einbürgerung für Ausländer und Ausländerinnen. Aber ich würde auch mehr Führung der Schweiz empfehlen. Ich würde das Bundespräsidium von 1 auf 4 Jahre mit einem festgewählten Präsidenten empfehlen.